So, hier sind wir wieder zurück bei Bioshock Infinite. Eigentlich wollte ich mit Dead Space wieder anfangen, also ich wollte das Spiel eben wieder zocken und was sehe ich? 20% vom Spiel ist erst, ja, gezockt. Und ich habe das, die ganze Zeit auf meinem Laptop Let's Played, also beziehungsweise auf meinem alten PC. Und ja, da sind die alten Spielstände und ich krieg sie nicht rüber und das ist sauscheiße. Aber was soll's. Und ich habe hier gerade einen neuen Trank. Oh, der sieht geil aus. Bin ich mal gespannt, was der macht. What the fuck? Das sieht voll komisch aus. Aber okay, die ganzen Transformationen sehen komisch aus. Return to Sender. Naja, kann ich mal ausprobieren, sieht ganz geil aus, ja. Und wie gesagt, ich muss die Spielstände, ich krieg sie nicht rüber, sind auch auf meinem Laptop und ich bin ja jetzt an meinem richtigen PC. Und da drüben ist ein Lockpick. Lockpick, was ist das? Ja, da ist ein Lockpick, hättest du aufnehmen können, aber was soll's. Wie gesagt, deswegen, Dead Space dauert jetzt noch ein bisschen. Also ich nehme das an dem Tag auf, wo Bioshock Infinite Teil 19 rauskommt, deswegen, ich weiß gar nicht, wann dann der erste Teil kommt. Ich muss dann erstmal zocken, ich habe auch im Moment nicht so viel Zeit, deswegen Dead Space dauert noch ein bisschen, weil ich alles jetzt nachzocken muss, aber es ist gar nicht schlecht, weil ich habe das Game so lange nicht mehr gezockt, mindestens 2 Monate, also richtig krass, also, da komme ich dann auch wieder in die Übung, wenn ich das wieder zocke. So, auf der 8 habe ich jetzt dieses Römerteil. Was ist mit dem Köder? Öffne ihn. Fertig. Geld. Was passiert da jetzt? Geiler Köder. Also der hat ziemlich viele Gegner hier angelockt. Oh, krass. Krasser Shit. Nein, also okay. Oh, ich komme hier immer wieder. Ich will eigentlich mit E die Waffe wechseln. Ich komme immer aufs Falsche. Ich will nämlich meinen Revolver nehmen, den ich so fett geupgradet hatte, das eine Mal. Der macht jetzt gut Damage, okay, vorher auch, aber jetzt extrem. Ich habe endlich rausgefunden, für was man das Geld benutzen kann. Ja. Was machen die alle hier? Ja gut, okay, sie unterdrücken die Stadt, ja. Ja. Was war das denn jetzt? Episches Aim von mir. Na stimmt, hier wieder die Rebellen. Kämpfen hier gegen hier die Stadttruppen. Und ich mische mich hier so ein bisschen ein, ja. Ich habe so ein bisschen meinen Spaß hier mit denen. Oh, mein Schutzschild ist weg. Ich bin heute so ein bisschen müde. Deswegen kann es sein, dass ich langsam spiele. Keine Ahnung. Stirb. Oh, wo kommst du denn her? Ah, jetzt habe ich mein Schutzschild, genau. Ah, ich habe ja eigentlich schon ein Schutzschild, also von daher. Oh, fuck. Was mache ich hier? Ah, hier ist der Strom, hier ist der Strom. Hier, mach mir mal Deckung, Alte. Ich denke ständig an diesen Traum von dir. Was für ein Traum? What the fuck? So, sein Schwachpunkt. Wieder tot. Da war doch noch jemand. Ja, hier. Genau. Oh, fuck. Warum habe ich Lags? Ich verstehe es gar nicht. Ja. War das jetzt Geld? Ne, Munition war es. Die kann ich auch gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Ach. Lutsch mir die Eier. Da oben hätte ich einen Waffenautomat machen können. Okay. Jetzt, ich werde mich mal vergrößern. Ich fühle mich so klein. Also vom Stuhl aus größer machen. Okay, hat sich jetzt nicht viel verändert. Was soll's? Hallo? Hallo? Ich muss woanders. Ein Comstocks Haus.
Muss ich da immer noch hin noch? Stimmt, ich war ja noch gar nicht da. Schlau. Ja, das Feuer ist auf 2, genau. Komm, Stockhaus. Nicht zu übersehen, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob ich irgendwas upgraden kann. Schau ich gerade mal. Ich habe hier genug Geld. Man hat hier das Geld weit geworfen. Amor. Ich glaube hier, oder? Nee. Moment mal. Nee, hier kann ich Munition. Nee, nee. Das brauche ich nicht. Hä? Oh, ich dachte, hier kann man Munition kaufen, aber hier ist das für den Schaden. Ich glaube, noch war was für meinen Revolver geht noch nicht. Okay. Streuweite vom Schießeisen erhöhen, aber das will ich gar nicht. Weniger Rückstoß, verringert den Rückstoß des Revolvers. Annehmen. Ist hier nochmal irgendwo der Revolver? Ich glaube nicht. Es ist blöd, dass man nicht die Waffentypen von den roten und den blauen nicht gleich hat. Also, dass da verschiedene Schrotflinten zum Upgraden ist. Sind nicht, dass ich so eine Klasse habe, wo ich sage, okay, Schrotflinte, da werden beide Schrotflinten von beiden Völkern, sage ich mal, geupgradet. Das wäre viel geiler. Aber was soll's. Ah, die Schutzschilde hier, die sehen echt geil aus mit diesem Rot hier. Jo. Dürfen. Lady Comstock? Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten. Lol. Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Ich dachte jetzt, man kann den Automaten verarschen, aber okay. Ah, finde die Krypta von Lady Comstock. Supi. Oh, kranke Scheiße. Was haben wir hier denn? Ziemlich kaputt hier alles. Maschinengewehr, nö, möchte ich eigentlich nicht. Ich habe hier mein fettes Schießeisen. 3 Lockpicks benötigt, na komm, mach mal auf. Bitte schön. Vielen Dank. 234, doch so viel, aber ich habe ja genug Lockpicks. Ich glaube, das habe ich schon das letzte Mal gesagt. Alter, wie hängt denn das hier drin? Alter. Das muss ja so aufwendig hier sein. Das ganze Ding hier, wie das so errichtet wurde. Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Da ist es. Das ging schnell. Oh, ich darf ja nicht über die Gräber laufen. Wie der Shaders-Mod in Minecraft, wo sich das Gras so bewegt hier. Was ist das? Elizabeth. Aber klar. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter? Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Naja, wo sie recht hat, hat sie recht. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. Los, geh auf.
Sesam, öffne dich. Hallo. Suche auf der anderen Seite. Ja, ich war am Schloss. Hallo? Du bist einem falschen Hirten gefolgt und er führte dich auf Abwege. Was ich tue, tue ich aus Liebe. Welcher Löwe erzittert nicht, wenn sein Junges leidet? Aber Strafe muss sein. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann vielleicht auf deine Mutter. Das Game will mich doch verarschen. Ich weiß Elizabeth, nicht. Alles in Ordnung. Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat irgendeinen Riss geöffnet. Nein. Oh, Zombie-Soldaten. Was passiert hier? Tamam. Ja, super, dass ich auf einem Friedhof bin. Oh Gott. Die ist ja schon fast down mit meiner geilen Waffe hier. Okay, ja gut. Ja, Munition für mich. Also die Zombie-Soldaten sind ja jetzt nicht so geil im Aim. Wow. Bam. Scheiße. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh nein, hier gibt's gar keine Deckung. Egal. Bam. Okay, für die Soldaten ist dieser Schuss unnötig. Da ist sie doch. Hallo. Oh, Gesundheit fangen wäre nicht schlecht. Mir ist das jetzt gar nicht aufgefallen mit dem Schaden. Hey, ich hatte die doch. Jetzt habe ich sie. Was ist sie? Ich weiß nicht. Was bin ich? Mein Gott. Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Hoppla. Fußspuren. Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock House zu öffnen. Also, die beiden hier, die reden natürlich wieder total logisches Zeug. Scheiße, wo waren die Fußspuren? Puh. Mal im Ernst. Hallo. Jetzt muss ich die Alte wieder suchen. Oh Gott. Medizinkit. Munition. Öffne ihn. Schon dabei. Das kannst du auch ein bisschen netter sagen hier, anstatt öffne ihn. Öffne ihn, ganz freundlich. Wie soll ich denn ihre... Ja, wahrscheinlich geht's hier lang. Sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Ah, auch noch sarkastisch. Stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Wir hören die Fußspuren auf, aber ich gehe mal weiter.